Chief, Sie haben nichts gesehen, klar? Okay, 30 Sekunden. Herzlich willkommen ganz oben. Wer seid ihr denn? Die bösen Jungs. Es gibt keine medizinische Erklärung für einen Gedächtnisverlust. Vier Festnahmen und ein Flüchtiger beim Überfall auf das Casino. Es fühlt sich an, als wäre es gestern gewesen, aber uns fehlen 10 Jahre. Haben Sie etwas zu beichten, Sheriff? Was weißt du über den Casino-Überfall? Wieso fragen Sie mich? Dafür gibt es 10 Millionen Gründe. Wo fahren wir hin? Baker. Der Typ wacht eines Tages auf und erinnert sich an nichts mehr. Aber wir erinnern uns. Euer Sheriff hier scheint nicht der Mann zu sein, der er vorgibt zu sein. Irgendwo in eurer beschissenen kleinen Stadt sind 10 Millionen Dollar versteckt. Und ich will, dass ihr sie für uns findet. Oder ich brenne eure Stadt nieder. Niemand landet zufällig in dieser Stadt, Sheriff. Sie vergeben sich doch bestimmt eine kleine Sünde. Ich trinke lieber für mich allein als in Gesellschaft. Wo ist sie? Wenn sie die Wölfe vertreiben, vermehren sich die Ratten. Das bringt alles aus dem Gleichgewicht. Wie hältst du diese Scheißhitze aus? Außer es gibt einen Wolf, der groß und böse genug ist, die anderen im Zaum zu halten. Das Geld könnte überall sein, vom Winde verweht, vergraben in der Wüste. Was glauben Sie, wieso ein Mann Glück hat und ein anderer? Ich bin dein Bruder. Halbbruder. Nicht so viel. Weißt du, was sie mit Typen wie dir im Knast anstellen? Ich erinnere mich aber nicht, wo das Geld ist. Was glauben Sie, Sheriff? Kopf oder Zahn?